Okay, ja, in dem Bereich möchte ich jetzt einfach ein paar persönliche Erfahrungen oder Erfahrungen meiner Kundschaft zum Besten geben zum Thema schwarzer Turmalin und Schungit, weil auch ich zum Thema Heilsversprechen natürlich das hier irgendwie nicht rübergeben darf, keine Heilsversprechen machen darf und könnt es in den Büchern, die ich euch gezeigt habe, von Michael Ginger und der Lila Grauberger und im der Regina Martino auch ein bisschen nachlesen. Also ich schildere jetzt einfach meine Erfahrungen und meine Beobachtungen, wie sich das für mich anfühlt oder das, was Kundschaft mir rückgespiegelt hat. Okay. Und wie gesagt, immer so weit wie möglich im Zusammenhang zum Thema Elektrosmog. Gut, ich fange wieder mit schwarzem Turmalin an, damit ihr wieder wisst, von wem ich rede. Er hier. Genau, also ich habe vorhin ja gesagt, ihr stellt euch bitte vor, es ist wie eine Strohhalmpackung. Ganz viele Strohhalme, die miteinander verwachsen sind. Ganz viele Strohhalme, die nebeneinander liegen und in einer Strohhalmpackung sind. Und wie beim Strohhalm letztendlich, wo dazu beigetragen wird, dass von hier unten, wenn das hier die Hand mein Glas wäre, nach hier oben, wo ich dann meinen Mund vielleicht dran gebe, um eine Flüssigkeit, die im Glas ist, zu trinken, so, und es eine Flüssigkeit von hier nach dort führt, ist es bei schwarzem Turmalin ähnlich. Also es leitet. Und ich es vorhin auch nochmal deutlich gemacht habe, es bringt Dinge in eine Verbindung von hier nach da oder von hier nach da. Also es ist wie eine Leitung in Verbindung bringen. So, und also meine Variante, wie ich schwarzen Turmalin nutze jetzt beim Thema Elektrosmog ist, nochmal wie vorhin auch erwähnt, es entweder auf eine Steckdosenleiste zu legen. Wie mache ich das denn? Wenn ich hier mal eine Steckdosenleiste hier haben kann. Ich nehme jetzt mal das Handy hier. Okay, das ist jetzt Symbolhalter für eine Steckdosenleiste. Und da wären jetzt mehrere Stecker. Ich lege den schwarzen Turmalin so da drauf, dass das irgendwo auf der Steckdosenleiste ist, ganz egal, wo auch immer. Und lege ihn so, dass ich auch gucke, okay, wo befindet sich jemand im Raum als nächstes, der dann sitzt. Also wenn jetzt hier jemand sitzt oder hier jemand sitzt, ist das einfach ungünstig, weil das, was geleitet wird, was gestrahlt wird, geht hier nach rechts und links ab. Also, wenn ich aber jetzt sitze, so wie ich jetzt hier sitze, dann geht es nach rechts und links ab und nicht in meine Richtung, sondern die Strahlung geht von mir an mir dran vorbei. Heißt, wenn ihr schwarzen Turmalin irgendwo auf eine Steckdosenleiste legt oder vor euren PC, an dem ihr sitzt, der hoffentlich, wenn es geht, nicht über WLAN funktioniert, sondern per LAN einfach an die Leitung gelegt ist, dann ist das schon eine Minimierung, von WLAN auf LAN umzusteigen. Aber die Minimierung wird dann noch mehr, wenn das jetzt hier einfach vor das technische Gerät gelegt wird, auf euren Schreibtisch. Oder an den Bereichen, wo sich einfach ganz viele elektrische Geräte sammeln. Also am Schreibtisch ist ja dann vielleicht auch noch ein Drucker oder ist auch noch irgendein anderes technisches Gerät. Oder da, wo der Fernseher ist, ist dann vielleicht auch noch bei uns auf jeden Fall die uralte große Anlage, wo Musik rauskommt. Dann gibt es da noch einen Videoplayer oder was auch immer, also irgendwas, was auch noch aufnimmt. Also egal, also es sammeln sich die technischen Geräte und die Stecker und auch da kann man einfach den schwarzen Turmalin drauflegen. Und wie gesagt, guckt, dass es nicht dann dummerweise auch dorthin zeigt und hinstrahlt, wo ihr dann gerade auf dem Sofa davor sitzt, wäre ungünstig. Also seid da einfach kreativ und flexibel. Bei diesen großen Ansammlungen von technischen Geräten mache ich das so, dass ich wirklich auch hier so einen größeren Brocken auch nehme. Und jetzt nicht nur mit so einem, mal gucken, dass ihr das gut seht, mit so einem Trommelstein, der eher dafür da ist, dass man den trägt, unterwegs ist. Gut. Also der Turmalin, der leitet ab. Für mich vom Gefühl ist es, ich habe dazu immer den Begriff, meinen inneren Vorgartenzaun
zu erweitern. Also auch dann, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin eine, die lässt die Dinge wirklich bis hier an mich ran und sogar noch in mich rein und ich kann das gar nicht irgendwie außen vor halten, dann hilft mir der schwarze Turmalin einfach meinen Raum größer zu machen. Also meinen Raum, den ich als Schutz benötige, als hier stehe ich, Elisabeth Weyand. Und hier fängt mein Bereich an, ob ich jetzt das Vitalkörper oder wie auch immer nenne, aber das ist so mein innerer, mein Vorgartenzaun wirklich. Es gibt ganz viele Menschen, die das ganz schlecht können, einfach diesen Vorgartenzaun klar für sich zu haben, den in sich auch zu spüren und deutlich auch zu sagen, stopp, du stehst jetzt in meinem Vorgarten, mach mal nochmal einen Schritt zurück. Da ist der schwarze Turmalin auch wirklich eine geniale Variante, um zu helfen. Also ich hatte hier mal eine Kundin, die ist echt bös gemobbt worden, hat jetzt gerade nur bedingt was mit der Elektrosmog zu tun. Die ist wirklich bös gemobbt worden, die hat auf der Bank gearbeitet, die war ein Jahr arbeitsunfähig, kam in die Wiedereingliederung und hatte davor richtig Schiss und war bei mir in der Einzelberatung und wir haben dann einfach miteinander geguckt, was braucht es, was wäre für sie eine gute Unterstützung in dieser Wiedereingliederung. Und es war ganz deutlich der schwarze Turmalin, der ihr half, dass sie diesen Raum für sich hatte. So, und wenn sie den aber jetzt am Lederband irgendwie getragen hätte als Kette oder irgendwo vor sich vor den PC hingelegt hätte, wäre das ungünstig gewesen, weil es wäre wieder direkt der erste Anknüpfungspunkt, dass Kollegen sagen, was hast denn du da komisches liegen? Ja, so, und glaubst ja wohl nicht an diesen Esoterik-Kram oder keine Ahnung, was es halt alles so irgendwie gibt. Gut. Wir sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, sie hatte einen Sitz und auf dem Sitz lag ein Kissen, ihr einen sehr flachen Turmalin unter den Po zu schieben. Und also er war dann größer als das hier, aber flach halt und heißt, sie hat auf schwarzem Turmalin tagtäglich auf ihrer Arbeit gesessen und hat diesen Raum einfach auch gespürt und gehalten und ja, den Schutz auch um sich gespürt. Das alles auch, was an Meinungen, an Mindfucking auf mich kommt, entschuldige der Begriff, einfach, dass das hier außen bleibt. Ich nutze schwarzen Turmalin auch ganz viel, wenn ich auf Messe stehe. Also wenn ich, was weiß ich, was nicht hier in meinem Laden bin, was für mich hier ein ganz wunderbarer Raum hier ist, sondern wenn ich einfach meine Steine packe und auf, keine Ahnung, Gesundheitsmesse bin. Gut, da habe ich dann irgendwie 5 Quadratmeter, 10 Quadratmeter, wie auch immer, Messestand und dann habe ich vor mir die Tische, auf denen meine ganzen vielen Trommelsteine und was es sonst noch irgendwie gibt, Wassersteine, Wasserfiolen, keine Ahnung, Karaffen und so weiter, irgendwie alles da ist und stehe dahinter. Und vor mir liegt immer schwarzer Turmalin und ihr könnt jetzt dreimal raten, wie, natürlich so und nicht so mit der Spitze, sondern wirklich so vor mir auf meinem Tisch, ganz unauffällig bei den anderen Steinen, damit alles, was an Gedankengängen kommt, na, was ist das denn für ein esoterischer Krempel, boah, die Frau mit den Steinen oder mit den roten Haaren oder keine Ahnung, oder lila Haaren, also was auch immer kommt, ist ganz egal, dass das gar nicht bis zu mir kommt, sondern mit Turmalin an meinem Stein aufhört. Die gravierendste Erfahrung dazu haben wir zu viertmal auf einem Messestand gemacht. Wir hatten keine Ahnung, 12 Quadratmeter, 15 Quadratmeter Messestand. Der hatte eine Form von einem Rechteck, also keine Ahnung, 3 Meter tief, 5 Meter lang. Und hier der Bereich hatte eine Trennwand, hier der Bereich hatte die Trennwand komplett. Hier sind die Leute entlang gelaufen. Hier kam man zur Messe überhaupt rein, das heißt Treppe hoch, unten war Türe, dann war hier ein großer Schwingtürenbereich, man kam auf unseren Messestand zu. Ich hatte meine Glasvitrine mit Steinen hier hingestellt, aber hier war so ein kleiner Durchschlupf und wir hatten alle vier an diesem Messestand das Gefühl, wir werden hier rausgezogen. Die ganze Zeit wurden wir hier immer rausgezogen und eigentlich bis vor die Messehallentüre. Also es hat uns energetisch irgendwie es ging überhaupt nicht, dass wir hier uns wohl gefühlt haben, dass wir uns hier gut aufhalten konnten 3 Tage lang, sondern es zog uns hier immer raus. Und ich bin dann irgendwann relativ schnell hingegangen und habe genau in diesen Bereich, der da noch offen war, schwarzen Turmalin
damit war die Türe zu. Und damit war unser 3x5 Stand mit 4 Personen dort, die unterschiedliche Dinge ausgestellt haben. Ein sehr geschützter, sehr wohliger Raum, wo es uns allen gut ging. Ja, soweit zu Schwarzer Turmalin. Ich mache nachher noch ein Video, wo ich euch ganz praktisch zeige, wie das ist, wenn Schwarzer Turmalin wirklich vor einem elektrischen Gerät liegt und wann dann die Strahlung irgendwie aufhört. Von meinem Gefühl ist es so, dass für mich, um jetzt den Unterschied zu Shungit nachher irgendwie zu zeigen, dass der schwarze Turmalin wirklich, wie soll ich das ausdrücken? Also, dass ich wirklich hier so eine Hülle um mich habe und die spüre und dass wirklich hier so an mir abfließt, ja, all das, was auf mich zukommt. Ich kann das natürlich auch in einer anderen Farbe dann jetzt, also als Stäbchen auch nutzen, weil das ja, wie gesagt, leitet, um auch einen Kontakt herzustellen. Also wenn ich hier an der Hand jetzt eine Narbe hätte, die so verlaufen würde, wie jetzt hier meine Vene oder wie auch immer, die Adern, dann könnte ich Shungit auch so legen, um einfach Verbindung zwischen den beiden Teilen der Hand, des Gewebes, die Narbe zu entstören. Da bringt der Shungit einfach auch, Quatsch, der Turmalin, ja, gut konzentrieren, bringt der schwarze Turmalin oder auch Schörl, bringt da einfach auch eine Verbindung. Genau. So, aber wie gesagt, mein Gefühl zum Thema schwarzer Turmalin und wie er für mich sich anfühlt, wenn ich ihn trage oder wenn er irgendwo von einem elektrischen Gerät ist, das ist so, dass es meinen inneren Vorgartenzaun sehr klar und sehr deutlich macht und ich mich da drin, also dass es einfach von mir abfließt. Das ist so mein Empfinden zu schwarzer Turmalin. So, ich mache jetzt hier mal einen Break und mache ein neues Video zum Shungit.